mach mal die Musik lauter. Oh, warte mal. Ich bin ja alleine hier. Naja, dann dreh ich halt auf. Streame jetzt den Hashtag Team Pink Remix von Banani und Janzel. Wer ruft mich denn jetzt an? Moment mal, Janzel ruft mich an. Ey Lami, du bist ja gerade in Brookhaven unterwegs. Wie wäre es, wenn du mit meinem Skin ein paar Spieler trollst? Du weißt ja, mein Skin ist jetzt richtig fame wegen dem Banani Remix. Und wenn du es schaffst, einen Online-Dater richtig zu trollen, bekommt deine Community 10.000 Robux. Leute, gönnt euch und kommentiert mit Hashtag Team Pink. Tschüss Lami. Wartet mal. Das klingt irgendwie nach einer super cool Idee. Also Leute, wir werden heute Online-Data in Brookhaven als YouTuberin Janzel trollen. Und was meint ihr? Werden wir es schaffen, einen Jungen zu klären mit dem Janzel-Skin? Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Und jetzt müssen wir uns erstmal den Skin erstellen, Sui! Und Leute, hier sind wir auf Janzels Roblox-Profil. Und Leute, hier sehen wir einmal ihren Roblox-Skin. Also ja, Leute, ich werde jetzt einfach mal ihren Skin nachkaufen. Und Leute, ihr Skin kostet einfach mal 577 Bubux. Also ja, wir kaufen hier einfach mal alles. Und tada, fertig ist der Skin. Und Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie bewertet ihr ehrlich diesen Skin? Aber Leute, ich muss euch dazu sagen, diesen Roblox-Skin von Janzel habe ich erstellt. Und Leute, hier sehen wir einfach mal Janzels alten Skin. Brother, Also Leute, was sagt ihr? Findet ihr Janzels alten Skin besser oder den neuen Skin, den ich erstellt habe, besser? Das könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, aber jetzt müssen wir nach Brookhaven. Wow, Leute. Hier sind wir auch schon in Brookhaven mit unserem pinken Tesla. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, wie kommt Janzel bei den ganzen Online-Datern an? Werden wir es schaffen, einen Online-Data-Jungen zu klären? Also Leute, ich glaube, mit meinem Barbie-Car ist alles möglich. Und jetzt, Leute, folgt der ultimative Tesla-Test in Brookhaven. Wie schnell ist der Tesla eigentlich hier in Roblox? Leute, das testen wir jetzt aus. Und Zoe! Okay, Online-Data, hier bin ich! Wow, und? Aha, wen haben wir denn hier? Ich schreibe ihm einfach mal, na, gefällt ihm mein Barbie-Car? Und er schreibt einfach nur, wie hässlich! Er findet einfach mein pinkes Barbie-Auto hässlich! Und jetzt schreibt er noch, und warum bist du so pink angezogen, Mrs. Pink? Und ich schreibe einfach mal, pink auf die 1! Yippie! Und er schreibt einfach nur, Brother, Brother, Und willst du wissen, wie du aussiehst? Einfach Barbie-Puppe. Und jetzt schreibt er noch Barbie-Mädel. Also Leute, ich glaube, das ist für Janzel keine Beleidigung. Das ist eher ein Kompliment. Yeah, Leute. Die wollen doch genauso aussehen wie Barbie, oder nicht? Und er schreibt alles schön und gut, aber zu pink. Jetzt schreibt er, werd Slender und dann gehörst du mir. Oh Mann, Leute, wir haben hier einen Slender-Boy. Also schreibe ich ihm einfach mal, ich glaube eher, du brauchst ein bisschen mehr pink. Jetzt schreibt er, aber warum pinken Tesla? Das sieht so hässlich aus. Leute, jetzt beleidigt er auch noch meinen pinken Tesla. Ich schreibe einfach mal, ich habe einen Minibar im Tesla. Und er schreibt, ja, der ist jetzt weg. Hä? Wo ist mein Tesla? Hey, mein Tesla wurde geklaut. So, wir fahren nochmal zurück. Und ich schreibe ihm, was willst du haben? Habe alle Snacks in der Minibar. Emily, wir nehmen jetzt einfach alles. Und er schreibt, gib mir nur einen Döner mit nur Fleisch? Leute, habt ihr das gelesen? Er will einen Döner, aber nur mit Fleisch? Was ist mit den Soßen? Was ist mit dem Salat? Und was ist mit den Zwiebeln? Jetzt schreibt er, so slender schwarze Sachen würden dir voll stehen. Und ich schreibe ihm einfach mal, dir würden pinke Haare voll stehen. Und ey, mein Tesla wird schon wieder geklaut. Egal, dann kaufe ich mir einen neuen. Und er schreibt, bah, pink doch nicht. Och Leute, ich glaube, ihm würden pinke Haare super stehen, oder? Ey, ganz ehrlich, ich schreibe einfach mal, ey, du stinkst mir zu viel, du Slender. Bye. Und er schreibt noch, was für ein Pick-Me-Girl du bist. Oh mein Gott, der will Stress. Leute, ich box ihn jetzt. Warte mal, was ist denn mit dem los? Ist das hier ein nackter Lami mit nur einem Schuh? Naja, wie auch immer, Freunde. Wir sind immer noch auf einer Mission, denn wir müssen ja noch einen Jungen klären. Und erst wenn wir es geschafft haben, bekommt auch ihr die Robux. Aber ja, Leute, dafür müssen wir erstmal einen neuen Jungen finden. Jungs, wo seid ihr? Leute, ich würde einfach mal sagen,
Wir kaufen uns jetzt eine Villa und hier in diesem Haus schmeiße ich jetzt eine Online-Data-Party. Also Leute, wir schreiben einfach mal auf dieses Schild. Party! Nur Boys erlaubt. Also Leute, ich warte einfach mal und ich hoffe, dass irgendein Junge hier vorbeikommt. Und Leute, ich glaube, ich sehe auch schon ein paar Jungs, aber... Warum sind die alle nackt, Leute? Zieht euch was an, Mann. Und warum fährt da jemand mit einem Traktor rum? Gegen ein Pferd? Hä? Hey, Leute, sag mir bitte, was geht da vorne ab, Mann? Ich glaube, wir müssen das einfach mal kontrollieren hier. So, oh. Oh, Leute, alles für Kontrolle. Okay, wen haben wir denn hier? Wir haben hier doch zwei Boys. Und er schreibt einfach, wow. Hä, hier ist ja noch ein Junge. Und, noch einer. Ich schreibe den allen einfach mal, komm zu meiner Party. Der Junge schreibt hier, yay, Party. Okay, Leute, ich glaube, ich habe einen. Ich habe jemanden für die Party. Oh, nein, nein. So, einmal hier einpacken. Und jetzt kann die Party auch beginnen. Irgendwie, Leute, ich glaube, der hat irgendwie nicht so gutes Internet. Kann das sein? Ja, ich frage ihn einfach mal, magst du mein Outfit? Und er schreibt, ja, voll Smash. Ich frage ihn einfach mal, magst du die Farbe Pink auch so sehr wie ich? Und er schreibt, ja, oh mein Gott, die ist so schön. Und dein Auto auch? Hey, Slay! Oh, aber jetzt fragt er, was wollen wir machen? Und ich schreibe einfach mal, komm mit, Schnucki. Leute, jetzt müssen wir uns den Jungen auf jeden Fall klären. Also, Jancel, wenn du das siehst, ich kläre mir jetzt diesen Boy. Und dann bekommt die Community Robux. Also, Leute, ich schreibe erstmal, lass WOP spielen. Und er schreibt, okay. Also, ich frage ihn einfach mal direkt, Wahrheit oder Pflicht? Ah, und er fängt mit Wahrheit an. Okay, okay. Ich frage ihn erstmal, wie sehr magst du mich? Aber, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich ganz doll mag. Und er schreibt, kenne dich seit kurzem, aber bist schon sympathisch. Hassig und süß. Also, ich mag dich doll. Und jetzt fragt er, Wahrheit oder Pflicht? Leute, habt ihr es gehört? Er mag mich ganz doll. Und ich schreibe einfach mal, ich nehme Pflicht, denn ich bin mutig. Oh, Leute, seine Nachricht wurde zensiert. Hat er etwas Hasses geschrieben? Er schreibt, gib mir einen Kuss. Er hat was Hasses geschrieben. Okay, Leute, was ich nicht alles für das Video mache. Hier, Jancel, siehst du das? Ich habe mir einen Boy geklärt mit deinem Roblox-Skin. Aber das war's noch nicht. Ich schreibe ihm, du wärst noch schöner, wenn du ein pinkes Outfit hättest. Und er schreibt, warte einen Moment. Leute, er macht sich jetzt einfach ein pinkes Outfit für uns. Also Leute, was sagt ihr? Haben wir es geschafft, einen Online-Data-Boy zu klären und... Da kommt er auch schon wieder. Ey! Leute, schaut euch jetzt mal seinen Skin an. Er hat eine pinke Mütze, eine pinke Brille, ein pinkes Oberteil, alles in pink. Sogar der Rucksack ist pink. Und jetzt schreibt er, wir sehen so cool aus. Als Pärchen würden wir cooler aussehen. Und ich schreibe... Wenn du willst, dann sind wir ein Pärchen. Und er schreibt, oh mein Gott, ja, endlich eine Freundin mit meinem Style. Wartet mal, Leute, jetzt bringt er mir noch Blumen. Hey, Leute, dieser Junge hat sich voll in Jancel verliebt. Also ja, Leute, wir haben es heute auf jeden Fall geschafft, einen Online-Dater zu klären. Aber nächste Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit ihm? Soll ich das Spiel jetzt einfach verlassen? Ich schreibe einfach mal, muss ich noch was sagen? Und er schreibt, ja, meine Barbie. Und ich schreibe jetzt einfach mal, ich bin eigentlich ein Junge. Und er schreibt einfach nur, Bro. Und ich schreibe ihm einfach mal, ich heiße Thomas. Leute, er schreibt, dreh dich um. Hä? Warum soll ich mich jetzt umdrehen? Oh, er geht einfach weg. Leute, schaut mal, wie er wegrennt. Naja, Leute, schreibt jetzt euren Roblox-Namen in die Kommentare, denn wir haben unsere Mission erledigt. Und ja, mit etwas Glück bekommt ihr Bubux. Aber Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und ohne Witz, wer jetzt das Video nicht liked und noch nicht abonniert hat... Der stinkt nach Käsefurz. Und ja, ihr könnt jetzt links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Sui!